Hallo und herzlich willkommen zurück zu Station Ears. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir sind in unserem verkleinerten Gewächshaus. Den kompletten rechten, linken Teil von der Tür aus gesehen haben wir abgeschnitten. Und ja, damit hier der Druckaufbau etwas schneller geht, denn sonst warten wir, ich will nicht sagen Ewigkeit, aber eine gefühlte Ewigkeit. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was machen hier oben. Und zwar brauchen wir noch Chutes für Input-Output. Und das ist das nächste, was jetzt kommt. So. Also, holen wir uns die mal. Jetzt, ja, wenn ich gerade hier bin, können wir auch die Drücke schon mal korrigieren. So ein bisschen. External ist ja hier und internal ist da. Und da haben wir jetzt schon 10 Kilopascal gehabt. Ich mach mal 5. So. Damit der Unterschied nicht so groß ist. Also das, ne, bei 30 Kilopascal kann man sich das auch alles noch sparen. Geht ja hauptsächlich darum, die Gase draußen zu halten. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Chutes. Wir haben noch welche im Schrank. Und ich lasse mal wieder ein paar Sachen hier. Das sind zum einen die Pollutant-Filter, zum anderen diese Rohre und die Steel Sheets und die Wasserrohre. So. Das machen wir aus. Da sind die Chutes. 10, 20, 26. Ach komm, nehmen wir 30 mit. Brauchen wahrscheinlich längst nicht so viele. Es geht nur um ein ganz kleines System. Was wir auf jeden Fall noch wollen, ist ein Stacker. Den müssen wir hier bauen. Nee. Den müssen wir hier bauen. Einmal. Okay. Und dann können wir das Ganze anschließen. Ja, und hier müsste eigentlich noch eine Lampe in den Flur. Hier ist es ein bisschen dunkel. Das ist alles Kosmetik jetzt nur noch. So, am Ende der letzten Folge noch was getrunken. Essen hätte ich vielleicht auch machen sollen. Da kriegen wir nämlich auch gleich schon wieder eine Warnung bei 50%. Aber gut, wir werden jetzt nicht ewig da drin bleiben. Ja, der Druckaufbau dauert jetzt ein bisschen. Aber wir haben schon 13 Kilopascal. Das ist gut. Ich bin gespannt, ob diese Abschaltung funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass die Logik noch nicht passt. Und ich da nochmal was machen müsste. Aber gut, so. Also, hier oben ist der Insert. Das heißt, da kommen die Samen rein. Tomaten, Mais oder was auch immer wir benutzen wollen. Und hier kommen die fertigen Früchte raus. deswegen... schließen wir das jetzt mal folgendermaßen an. Wir nehmen mal Fenster. Window, so. So, und jetzt würde eigentlich der nächste hier dran kommen. Das ist jetzt aber halt nicht der Fall. Und so wie ich sie gebaut habe, man müsste eh die anderen verwenden. Es gibt die auch nochmal als Reverse. Dann sind die anders gedreht. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Kurz überlegen. Insert. Ja, streng genommen müsste man zwei Rohrsysteme haben. Ein Insert-Schaltkreis und ein Output-Schaltkreis. Wir können jetzt das so anschließen, weil wir da nur ein System haben. So, Corner. Und ein Inlet. Beziehungsweise wir können auch ein Bin benutzen. Und da die Samen rein. Und wir könnten die auch da oben direkt reinlegen. Aber ich finde, diese Lösung ist eleganter. Wir brauchen natürlich noch Strom. Nee.
Der meiste Teil der Verkabelung würde ja ideal hinter der Wand verschwinden. Im Moment sieht das natürlich alles nicht so toll aus. So. Insert und jetzt kommt der Output und der Output geht an einen Stacker, damit, wenn die Samen da rauskommen, sie nicht einzeln alle rausfliegen. Ihr müsst euch vorstellen, hier würden jetzt mehrere dran sein in einer Reihe und am Ende wäre ein Output und dann würde man das natürlich gesteckt auswerfen wollen. Moment, ne, wir müssen einen weiter runter noch. Können wir auch. Dann machen wir noch ein Window. Dann die Kurve. Und dann kommt da direkt der Stacker dran jetzt. Und den wollen wir hier von dieser Seite bedienen. Die Richtung passt auch wunderbar. Dann wird der angemacht und dann stellt man natürlich ein, wie groß man die Stack Size haben will. Ich lasse jetzt mal auf 1, damit das, was rauskommt, auch direkt ausgegeben wird. So. Das hätten wir, das hätten wir. Die Programmierung ist da. Ich hoffe, dass sie funktioniert. Das sehen wir dann alles noch. Jetzt müssten wir mal gucken. Wir haben 18, 19 Kilopascal. Druck würde schon reichen. Temperatur ist aber noch zu niedrig. Jetzt müssen wir hier noch ein Kühl- oder Heizsystem einbauen. Und eigentlich brauchen wir beides. Ah, wisst ihr was, ich hol das Portable-Ding. Ich hab keinen Nerv, noch wieder ein neues Kühl- oder Heizsystem zu bauen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Also, dafür haben wir das Portable-Gerät. Das war der Airconditioner, oder? Ja. Eine Batterie nehmen wir mit von vorne. Und dann geht's los. So, es ist zu kalt, wir wollen aufwärmen, also set hot, on, los geht's. Ja, es kommt immer erst eine Warnung, aber das Ding läuft. Moment. Jetzt läuft's. So, Moment mal. Es wird ja gerade kälter. Ah, wir blasen im Moment noch kalte Luft von außen rein. Das macht im Moment noch keinen Sinn. Batterien hatte jetzt auch schon mal 94%. Okay, also im Moment kommt kalte Luft von außen rein. Wisst ihr was, wir versuchen es mal mit 22 Kilopascal. Also keine kalte Luft kommt mehr dazu. Dann bringt das jetzt auch was, es entsprechend aufzuwärmen. Das müsste man, wie gesagt, eigentlich noch verbessern. Ne? Man müsste die Luft dann irgendwie vorheizen oder so, ich weiß auch nicht. Da gibt es auch Mittel und Wege. So, ich weiß nicht, ob das Ding, ist das jetzt sofort? Ja. Ja, ich mach das jetzt mal aus, weil sonst schaltet die Logik unter Umständen irgendwann das Ding wieder ein.
Wenn sie denn überhaupt richtig funktioniert hätte. Ich habe da noch meine Zweifel. So, minus 2 Grad, meine Güte. Vielleicht klappt das auch jetzt einfach nicht. So. Es gibt Wall Heater mit einem relativ hohen Stromverbrauch. Davon werde ich jetzt welche anschließen. Eine liegt sogar noch im Schrank, meine ich. Da ist ein Wall Heater. Jetzt kommt leider die Tatsache, dass der Raum so groß ist, so ein bisschen zu tragen. Was wird hier drin sein? Ja. Machen wir noch 2 Stück. Die sind leider auch sehr ineffizient. Eigentlich muss man jetzt halt, wie gesagt, diese 7000 Watt Monster Klimatisierungsanlage aufstellen, die auch natürlich heizen kann. Aber da jetzt mir noch ein Rohrsystem da wieder reinzulegen, nee. Wirklich nicht. Ich will jetzt einfach nur, dass dieses Pflanzding einmal funktioniert, dass einmal ordentlich läuft. Ist auch immer noch minus 2 Grad, also ne, das, da können wir warten bis zum St. Nimmerleinstag. Wir schließen die mal hier an. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir minus 1 Grad. Jetzt 1 Grad haben wir jetzt verändert. Wow. Null Grad. Wenn die Sonne kommt, wird es hier eh wieder wärmer drin. Dann vielleicht zu warm, ne? Wie gesagt, eigentlich müsste man dann halt eine Klima- und also eine Warm-Kalt-Lösung haben. Also eine richtige Klimatisierung. Aber naja. Es gibt Grenzen bei dem, was ich jetzt noch bereit bin, alles zu experimentieren. Ehrlich gesagt, ihr wisst ja, dass wir so in der letzten Phase sind. Ich glaube, wir lassen das mal ein bisschen laufen. Hier wird die Batterie irgendwann leer sein, ist in Ordnung dann. Wir können dann eben mal was anderes machen. Denn eine Sache wollte ich auch noch zeigen. Wir werden definitiv nicht mehr die Mining-Roboter sehen. Das kann ich euch garantieren, dass die nicht mehr hier kommen. Denn auch die müssen mit IC-Programmierung gemacht werden. Und auch da müsste ich mich dann wieder eines Fremdskripts bedienen, weil ich es selber nicht kann. Und ja, da habe ich auch nicht so Interesse dran, weil das auch wieder noch ein Riesenapparat ist, der dahinter steckt. Das könnt ihr gerne selbst ausprobieren. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau. Wir haben ja schon was gebaut. Frage ist, wo habe ich es hingesteckt? Door. Wo habe ich das hin? Da ist es. So. Ah ne, das ist der Autominer. Ich habe doch die Plattform gebaut, die Handelsplattform.
Und die habe ich dann in den Schrank gesteckt irgendwo, oder? Oder habe ich die gar nicht gebaut? Oder liegt die hier oben? Nee, das ist eine Tür. Es kann auch sein, dass ich sie nicht gebaut habe und ich sie bauen wollte. Da, Landing Pad. Gold. So, das Landing Pad wird benutzt. Ich bin sicher, dass ich es schon gebaut habe. Wird genutzt, um Handel zu treiben. Wenn wir das bauen, können wir einen Händler oder können Händler bei uns landen. Und die haben dann Güter dabei oder kaufen Güter. Und dazu braucht man grundsätzlich Geld. Das ist mal eine Sache. Das heißt, ich glaube, ich muss auch noch eine Credit Card oder sowas bauen. Und wir haben hier im Anzug so einen Slot dafür. Hier kann man eine Credit Card einstecken. Und die hat dann halt ein Guthaben. Wir werden erstmal was verkaufen müssen, um Guthaben haben zu können. Naja, und wie das genau funktioniert, sehen wir uns an, wenn das Ding jetzt steht. Also 60%. Ja, also ganz alleine möchte ich das Gewächshaus auch nicht lassen. Ja gut, wir gehen jetzt einfach das Risiko ein. Wenn es dann zu warm ist, müssen wir es nochmal abkühlen. Irgendwie pumpen wir noch ein bisschen kalte Luft von draußen rein. Ich wechsle hier schon mal. Der Druck, das in Druck befindliche Objekte noch zu Ende gedruckt. Und dann schaltet der ab, weil was anderes ausgewählt wurde. So, da ist er. Und da kommt er raus. So. Und das bauen wir jetzt. Wenn ich das nachher irgendwo liegen sehe, ne, dann wisst ihr Bescheid. Ich könnte mal eben schauen, was noch gebaut, was wir noch brauchen dafür. Ein Kit Landing Pad, Welding Torch, zwei Steel Sheets. Ah, gut, dass ich geguckt habe. Moment, Steel Sheets liegen, glaube ich. Ja. Haben wir Gott sei Dank noch da. So, einmal zum Gewächshaus gucken. Da ist es. Das sieht doch ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht aus, oder? Ganz ehrlich, ich finde es ist schön geworden. Kann sich echt sehen lassen. Ups. So. Landing Pad. Ja, ich will es hier gerne hinbauen. Wenn es denn passt. Oh. Hier steht zwei Modelle. Ich kann aber nicht, also wenn ich scrolle, ändert sich's nicht. Deswegen braucht offensichtlich mehr Platz. Und scheinbar muss es auch auf Blöcke gesetzt werden. Das heißt, ich hätte Blöcke mitbringen sollen. Ja, müssen wir nochmal rein. Ist ja immer so, dass irgendwas fehlt. Also Blöcke, Steel Sheets, wie viel waren das wohl? 3x3? 4x4? 3x3. Die Sheets reichen auch und dann haben wir es doch. Stromkabel haben wir auch noch ein paar. Muss bestimmt an Strom angeschlossen werden. So, dann bauen wir es jetzt in diese Richtung. Machen da noch ein bisschen das Gelände weg. 1, 2, 3.
Eigentlich hätten wir es besser hier hin. Ich baue das hier auch noch, dann hat man einen Weg dahin. Okay. Okay. Na, ich hab's grün gesehen. Da, so. Hier ist der Anschluss Strom. Das heißt, den legen wir hier vorne hin. Und da ist es. Yay, Landing Pad. Coole Nummer. Coole Nummer. Ich schließe mal vorsichtshalber beides an. Warum höre ich hier Windgeräusche? Also ich spiele noch ein Safe-Game von vor dem Wetter-Update. Deswegen gibt es bei mir auch keine Stürme. Ah, da ist ein Knopf. Ah, jetzt ist es an. Okay. Wahrscheinlich kann man sich noch benachrichtigen lassen, wenn hier einer landet oder so. Ja gut. Oh, oh, okay, also wir müssen es verbinden mit einem Computer, der ein Communications. Dann brauchen wir noch einen Satellite-Dish und eine Vending Machine. Und wir brauchen ein Kommunikationssignal von 95% oder höher, um überhaupt zuverlässige Kommunikation mit einem Händler herzustellen. Okay, das wird ja noch komplizierter, als ich dachte. Wie alles. Also grundsätzlich, das ist der Grundtenor dieses Spiels. Es ist schwieriger, als man dachte. So, wir müssen einmal gucken jetzt, wie die Temperatur im Gewächshaus ist, weil die Sonne halt drauf scheint. Nicht, dass wir da sonst gleich 40 Grad haben. Das ist gut. So, machen wir mal Wallheater 1 und 2 aus. Das Ding ist eh leer. Das heißt, wir haben gerade jetzt optimale Pflanzbedingungen. Jetzt habe ich keine Samen mit reingepackt. Dann hole ich mal noch welche. Und dann gucken wir mal eben auf die Schnelle, ob das so funktioniert. Und wenn ja, gut. Ansonsten müssen wir nochmal schauen, ob wir es korrigiert bekommen. Und ja, denkt immer dran, das ist alles andere als optimal. Klimatisierung ist nicht richtig und auch einige andere Sachen nicht. 4 Stück, komm, nehmen wir gleich mal so ein 20er-Stack. Und dann schauen wir mal. So, wir machen Folgendes. Wir klatschen die Tomaten hier rein. Schicken die in das Gerät. Plant. Er pflanzt ein. Oh, es passt was nicht.
Warum? Lightning. Oh, ja, okay, das... Das haben wir ja befürchtet, dass das passieren kann. Das heißt, die Lampe hier oben ist... keine ideale Idee. Machen wir sie wieder hier hin. Oh, nicht, dass mich der Roboter hier gleich umbringt. Ich da im Weg bin. So, jetzt ist er an. Jetzt ist Harvey zufrieden. Und die Torte wächst. Yay! Fantastisch. So, und jetzt, wo das Ding läuft, müsste der Automatismus hier greifen, also der Chip. Ich hoffe zumindest, dass wir das auch richtig aktiviert haben. Greenhouse Automation. Export, das ist auf dem Chip aktiv, jawohl. Mal kurz reingehen. D0 und D3 haben wir gemacht. D0... Hydroponics, D3, Harvey auch richtig, okay. Ja, es müsste eigentlich funktionieren. Jetzt können wir hier theoretisch warten. Aber ich werde jetzt hier nicht die ganze Zeit vorstehen. Wir haben den Zicker auf 1, hier wird irgendwann eine Tomate rauskommen und wenn dann eine neue drin ist, dann hat es geklappt. Ist einfach mal so. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Jetzt wird es Nacht und es ist 27 Grad. Vielleicht mache ich das Ding mal aus. Okay, wie gesagt, die manuelle Temperatursteuerung, die ist jetzt blöd. Das müsste man noch automatisieren. Dann wäre das im Grunde schon so von selbst einsatzbereit. Dann müsste man natürlich noch gucken, dass der Luftdruck immer passt, dass CO2 auf einem konstanten Niveau gehalten wird, dass das hier entsteht natürlich jetzt Sauerstoff, wenn wir Pflanzen anbauen. Den Sauerstoff würde man vielleicht abführen, der Filteranlage zuführen oder dem Tank. Das muss ja dann gar nicht mehr gefiltert werden. Also das sind alles so Sachen, die man jetzt noch machen könnte und sollte. Wir gucken uns jetzt auch noch das mit dem Landing Pad an, dann ab der nächsten Folge. Das heißt, hier ist jetzt noch nicht Feierabend, weil ich will einmal hier den Erfolg sehen, dass hier eine Tomate liegt. Okay. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.